Und das ist jetzt Route 14. Ich glaube, hier haben wir noch Schaufler bekommen, ne? Genau. Und noch Schaufler mit. Aber der hier am Ende gibt mir gar nichts. Das heißt, wir gehen einfach zur nächsten Route, I guess, ne? Was sollen wir mehr machen? So, und das ist Route 114. Was wollen wir auf Route 114 machen? Was gibt's denn da Schönes, was wir uns so schnappen können? Was sind da für eine Horde? Horde kann Mani, da sehe ich mich nicht. Pionskora auf 20, Traunfugi 22, Geronimatz 23, Wablo 24, Toxipede 20, Sengo 22. Ja, da gibt's eigentlich nur. Also, gut, es gibt auch so Schnuthelm, Ipitis, Schlob. Können wir ja wenig gegen machen. Oh, Castadur 1% Level 25. Den kann man sich hier sicher holen. Aber die Frage ist, wie gut ist Castadur ohne Egelsamen? Weil ich meine, Egelsamen ist ein Zuchtmove. Man weiß ich gar nicht, wie geil der ist, um ehrlich zu sein. Da würde ich eher hoffen, dass wir sowas wie Pionskora oder Traunfugil oder so ziehen. Oder Wablu. Also wir könnten hier anscheinend, aber da suchen wir uns halt wieder dumm und dämlich, ne? Mit dem Castadur. Mit dem 1%. Aber wir könnten uns hier ein sicheres geben. Es wäre halt schon ein starker Check für Arena Dings. Wobei, der ist gar nicht so gut für die Arena. Ich glaube, es ist nicht Castadur. Wir suchen einfach. Wir suchen tatsächlich einfach. Ja, das war somit der schlechteste Encounter, den wir hätten ziehen können. Cool. Mega geil. Fucking Schnuthelm. Ach Gott. I mean, Hydragese schnell. Ja, aber selbst dieses Schnelle bringt mir ja nichts. Ich weiß jetzt nicht, für welchen Kampf ich den mit. Da, wirklich? Es gab echt wenig Zeug, was richtig kacke ist auf der Route. Und das war, glaube ich, wirklich das Schlechteste. Wobei, weiß gar nicht, ob ich Wippetis nicht noch schlechter finde. Weil mit Schlurbleck hätte ich arbeiten können. Und mit Traumato. Ja, Hypno auch nicht so geil, aber ja. H, okay, dann wird das jetzt H. Das, ja, das ist echt. Das nervt mich gerade. Weil der ist schon. Also. I guess, ja, maybe für die Psycho-Arena. Maybe kann man den irgendwie in den Lead packen und dann Bugbuzzen. Hat auch noch eine richtige Scheiße Wesen. Ja, maybe für die Psycho-Arena. Können wir irgendwie was aus dem rausholen. Weil es ja auch Psycho und Unlicht. Ja, okay, ich sag, dafür kann es tatsächlich noch nützlich sein. Oder, also kann das Mod noch ganz nützlich sein. Das ist, denke ich, sogar machbar. Ja, und dann kommt Laukaps jetzt. Der wäre so geil gewesen. Ich hätte so Bock mal, Cavalanzas zu benutzen, muss ich sagen. Ich habe den noch nie wirklich benutzt. Ich würde den so gerne mal benutzen. Oh mein Gott. Ja, ach komm. Natürlich kriegt er wieder den. Ja, genau. Und hallo Naga Tobimaru. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Und hallo Bayer. Beziehungsweise tschüss Bayer. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bye bye. Arctillas kann mir doch eigentlich auch nichts. Oder kein Knirscher. Warum krittet denn das? Ich wurde jetzt zweimal! Och man! Nee, das macht mich. Was ist denn heute wieder los? Ich meine, ja, das wäre wieder etwas, was man eigentlich easy nachgucken könnte, aber. Ach komm schon, willst du mich jetzt verarschen? Gott, ey. Nee, das macht mich jetzt wirklich stinkig. Weil heute wieder nur Kacke passiert. Heute passiert wieder nur immens große Kacke, habe ich das Gefühl. Also heute krittet wieder alles 1 Million Mal. Das hätte auch einfach nicht passieren können, als ob das jetzt auch noch lebt.
Weil das ist jetzt auch wieder nur passiert, weil zwei Crits gekommen sind. Nicht einer, natürlich wieder zwei. Ich weiß nicht, warum immer so viele Crits jetzt wieder kommen. Und Omnibus und die ganze Kacke. Weil der war jetzt auch wieder vermeidbar, aber... Ich sag, irgendwo ist es auch ein bisschen lächerlich von der Wahrscheinlichkeit aus, dass es passiert. Irgendwo ist dann halt auch mal eine Scheißgrenze gekommen. Wo ich mir denke, es kann doch nicht sein, dass der jetzt wirklich straight up wieder im absolut richtigen Moment einen Crit bekommt. Und ich wusste, ich hatte im Kopf, dass der Dampfwalze hat. Ich hatte im Kopf, dass der seine Eisattacke Lawine da hat. Ich dachte, der hätte noch Fluch und Genesung. Ich dachte, das wäre sein Set gewesen. Ich hatte Knirscher nicht mehr auf dem Schirm. Klar, wie gesagt, hätte man wieder nachgucken können, aber ich war gerade ein bisschen auf felsenfest überzeugt. Aber okay. Lag auch wahrscheinlich wieder am Minus-Death-Wesen. Das hat wahrscheinlich auch mal wieder gut beigetragen. Oh, Mann. Hey, immerhin können wir jetzt Milotic reinnehmen, oder, Freunde? Und es kann auch direkt Genesung, das sehen wir sehr gerne. Haben wir wenigstens ein sehr, sehr starkes Monstrader wieder drin. Und auch eine recht gute Synergie sogar mit Garados zusammen. Aber... Ja, es macht mich gerade trotzdem ein bisschen sehr grantig, wie man eventuell merkt. Liebeskuss kann das Teil, wunderbar. Ist schon mal ein guter Angriff. Ich glaube, Heilung habe ich gesehen, was man dem dabei beibringen kann. Aquavelle, Drachenrute. Über Drachenrute könnte man sogar auch nachdenken. Aber ich glaube, ich finde Heilung auf Milotic besser. Ich glaube, Heilung ist schon sehr, sehr nice. Nein, nicht du. Ansonsten, so, was ist denn euer Plan noch so für den heutigen Tag? Was gibt's so Nices bei euch zu fooden heute noch? Steht noch irgendwas auf dem Plan bei irgendwem heute? Bei uns gibt es heute nice Burger am Abend. Da habe ich schon miese Brise Bock. Das wird wirklich nice. Aber auf Burger habe ich schon richtig Bock. Die werden geil. Die werden nice. Mm. Schön Cheddar. Wir haben so dieses vegane... ist es Beyond Meat? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, ich glaube Butchers irgendwas heißt es. Und das Butchers ist schon sehr strong, muss ich sagen. Ist schon sehr, sehr strong. Bombo-Mais gönnen sie sich. Ich glaube, wobei, den können wir skippen. Vegetarian Butcher, genau. Boah, das ist so gut. Ey, das haben wir einmal vom Rewe mitgenommen. Es war ein Traum. War das lecker. Deshalb freue ich mich richtig drauf, dass wir das jetzt nochmal machen. Also... Oh, ist das geil. Kann man nicht anders sagen. Die normalen oder die Hähnchen? Beide. Beide, Leon. Weil wir haben den... Also Hähnchen haben wir das letzte Mal gegessen gehabt. Hähnchen war mega geil. Und ja, das andere haben wir noch nicht probiert. Deshalb wollten wir das gerne auch mal probieren. Und dementsprechend probieren wir das. Selbstgemachte Pizza auch sehr strong, muss ich sagen. Kann man auch nichts gegen sagen. Ist sehr, sehr nice, ja. Ist ja meine Abteilung, von daher. Ah. Aber selbstgemachte Pizza klingt auch mehr als strong, muss man sagen. So, heilen wir dich einmal schnell auf und dich. Ich glaube, hier war doch auch irgendwo ein Item noch. Ah nein, ich habe es ja registriert. Ich habe hier nirgendwo noch ein Item. Das habe ich wirklich alle mitgenommen? Na gut. Offensichtlich, ne? Die gönnen wir uns auf jeden Fall heute Abend. Und ansonsten überlege ich gerade, gibt es noch irgendwas Spannendes? Ich glaube tatsächlich nicht. Ey, ich muss gerade sagen, also Garados performt hier überdurchschnittlich gut. Dafür, dass der sonst irgendwie immer kacke bei mir ist. Also jetzt gerade mit Doppelhieb finde ich den richtig, richtig geil, muss ich sagen. Also da ist der schon ein Knacko-Boy. So, und jetzt ist halt die Frage, Meteorfälle. Was machen wir in den Meteorfällen? Ja, stimmt, ich darf keine Mons loben. Ja, schade, Garados, das war's dann wohl mit dir. Meteorfälle.
Wieso findet der Meteor... Ah, weil ich Meteor nicht richtig geschrieben habe. Deshalb findet der Meteorfälle nicht. Da gibt es Zubat Level 20, Kapuno Level 20, Pipi Level 22, Rokara Level 22, Balgoras Level 23, Dicta Level 23, Rotomorph auf 20, Lunastein, Kindwurm auf 24, da gibt es aber auch Sonnfehler auf 24. Und Lavita wieder auf 23. Ja, ich glaube, wir gehen einfach rein. Weil Kapuno auf Level 20 ist auch... Wobei, Kapuno... ist wahrscheinlich eher meh. Also wenn, würde ich sogar auf ein Level 22er Mon fast mitnehmen. Vielleicht sogar, aber dann kriege ich kein Pipi, ne? Ja, aber Rotomorph Level 20 wäre auch stark. Ja, ich glaube, wir gehen einfach rein. Wobei, entwickelt sich Kapuno hier früher? Das könnte auch sein. Wir suchen einfach nach einem Encounter. Weil, also... dafür ist alles zu gut. Ja, und dann kriegen wir wieder den größten Müllhaufen, den diese Höhle zu bieten hat. Ach Mann. Es gibt so viel geilen Sch... Und dann bleibt er nicht mal im Ball drin, als wäre er irgendwie mehr wert. Meine Fresse, ey. Ich meine, maybe kann man in den Doppelkämpfen was mit dem machen. Durch Sturdy? Alter. Der soll jetzt mal wirklich nicht so tun, als gäbe es irgendwie einen Grund, warum der gut wäre. Maybe. Ja, wobei. I mean, maybe. Ich wollte gerade sagen, der kann, glaube ich, sogar Tarnsteine. Oh mein Gott, stimmt! Der wird zu Dianzi in dem Spiel. Ich habe nichts gesagt. Das ist, glaube ich, doch ein recht guter Encounter. Ich halte meine Schnauze. Da war was, habe ich schon wieder vergessen. Lalalala. Ich glaube zwar, dass Dianzi jetzt auch nicht der Überbanger ist. Vor allem muss Rokara auch überhaupt erstmal drin bleiben, ne? Weil ich weiß gar nicht, wie gut ich Rodeo da jetzt reinwerfen kann. Und hallo, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Hello. Ich glaube, einmal knirschen können wir nochmal. Das war knapper, als ich dachte. Kann er jetzt bitte einfach drin bleiben? Ey, was hat der für eine Catchrate? Ja, ich weiß nicht, ob man an den Dianziniten kommt. Ich glaube eher nicht. Oh, dankeschön. Die Frage ist halt, wann entwickelt der sich, ne? Aber das können wir ja gleich auch noch nachgucken. Aber jetzt finde ich den... 60er CR, was für 60er CR. Und hallo Iska, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Hello. Gut, dann ist das wohl Gott. Ich glaube, in Hollow X hatten wir mal einen, ne? Achso, 60er Catchrate jetzt. Wo gucke ich denn das jetzt nach? Werteänderungen? Nee. Evos Itemsänderungen vielleicht. Kann mir vorstellen. Ah, du, Dino, wird zu Trikefalo hier. Nee, auch auf Level 60. Nee, dann hätte ich den gar nicht so geil gefunden. Rokara. Dianzi auf Level 46, okay. Der muss jetzt erstmal auf der Bank bleiben. Aber dann kann man zumindest... Also, ich sag mal, er ist halt jetzt nicht der größte Müllhaufen, wie ich erst dachte, dass das wäre, muss man sagen. Er ist jetzt nicht der allergrößte Müllhaufen, wie ich als erstes dachte. Ne? Das muss man ihm zugute halten. Das ist ganz nett. Vielleicht können wir auch für irgendeinen Kampf Rocks noch gebrauchen. Wisst jetzt nicht genau welchen, aber man weiß ja nie. Können wir noch gucken, was wir für ein Wesen haben. Wir haben einen Sanft... Ich glaube sogar, dass echt neutrales Wesen wirklich das Beste ist, was der haben kann an der Stelle. Weil Dianzi ist halt offen... Also, wenn wir Mega Dianzi bekommen... Ich weiß halt nicht, ob wir den bekommen können. Meteorfälle. Dann... Ich bin zu blöd, Meteor zu schreiben, ne? Meteor. Ich weiß nicht, warum ich das nicht hinbekomme. Das ist der Wahnsinn. Dann ist der... Also neutral ist, glaube ich, wirklich gut, weil so können wir den auch normal benutzen. Ah, so, schauen wir mal. Sneebel, Tentoxer, Slimog war da. Und auf der anderen Seite ist ein Soda-Cheater.
Da würde ich. Ja, wobei, der kann auch Fußtritt. Sneebel nervt mich ein bisschen. Aber ich glaube, es ist trotzdem mein Play, mit dem zu leaden. Wobei wir auch mit Garados leaden könnten gegen beide. Dann ist erstmal Sneebel auf minus 1 Attack. Der kann da stehen bleiben. Ich kann so der Cheater mit Doppelhieb angreifen. Wir nehmen mal kurz einmal alles raus. Außer Milotic und Garados und den da. Ich glaube, dafür sind die zu gut. Wobei, ich sehe gerade, nee. Nee, Milotic will ich in diesem Kampf auch definitiv nicht mitnehmen. Weil da kommt so Tentoxa-Kacke. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Wir haben einfach ein Pflanzen-Pokémon gerade. Oh, nee, zwei, ich vergesse das. Also Sneebel und Sodachita sind im Lied. Dann kommt noch ein Tentoxa, wofür ich Empoleon mir machen werde. Und dann haben wir Tentoxa eigentlich schon komplett an die Wand gecheckt. Wir könnten sogar mit Empoleon leaden, weil Baby ist Sodachita dumm und drückt Eissturm. Und dann kriegen wir einen Unbeugsamkeitsboost. Das wäre natürlich auch geil. Aber dann kommt später Magnalien mit Titankiefer-Stuff rein. Das will ich auch nicht. Wie checken wir Magnalien richtig gut? Naja, Rokara nicht. Wir haben halt jetzt nicht den optimalen Magnalien-Check, muss man sagen. Ich überlege gerade schon, Magnalien in Magnalien zu werfen. Wobei, der hat Eiszahn, Donnerzahn, Feuerzahn, Giftzahn. Das heißt, er hat nicht mal eine Undichtattacke. Ja, macht's aber jetzt auch nicht besser, bin ich ehrlich. Ein Trombok kommt auch noch. Der hat Dunkelklaue und Holzgeweih. Können wir das irgendwie komplett hops nehmen? Nicht wirklich. Vermicula wäre aber trotzdem nicht schlecht. Weil der halt physisch gegen alles richtig gut Work macht. Den brauchen wir für Tentoxa. Ich glaube, wir nehmen auch unser eigenes Tentoxa mit. Eben für Trombok mit dem Holzgeweih. Da hätten wir dann auch die Kloakensoße für dabei. Das finde ich ganz nice. Wir könnten über Zubiris tatsächlich nachdenken wegen Fake Out. Den da könnte man überlegen, falls nur noch eine Seite übrig ist, dann wird Magnalien und Trombok einfach von Panferno auseinandergenommen. Slymog hat Gifthieb, Finsterfaust, Eishieb, Steinhage. Der macht eigentlich auch nichts gegen Empoleon. Sei allgemein ist Empoleon sowieso in dem Kampf auch ganz wild beim letzten Mal gewesen. Ich hätte noch gerne etwas, was ich in Magnalien reinwerfen kann. Eiszahn, Donnerzahn, Feuerzahn, Giftzahn. Wobei, das könnten wir auch mit Panferno machen. Aber da kommt es halt dann drauf an, ob ein Wasser-Pokémon daneben steht, ne? Ich glaube sogar, da würden wir Landturn eigentlich ganz gut reinwerfen. Der ist auch gar nicht schlecht gegen Tentoxa und so. Ja, ich glaube, das ist der Squad, den wir with us taken. Ich denke, das passt. So, und da können wir eigentlich jetzt auch... Nee, nicht du. Da können wir jetzt eigentlich auch, um ehrlich zu sein, alles auf 36, glaube ich, bringen. Ich glaube, das ist ein Ding, das kann man machen. Ich glaube, dafür haben wir auch noch genug Auswahl. Nee, du brauchst keinen Dreschflegel. Dann sind wir hier auch auf der sichersten Seite, die wir irgendwie fahren können. Ja, doch, das gefällt mir. Dann sollte das passen. Ich weiß nicht, ob ich schon Emmy und Cookie Hallo gesagt habe. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Hallo. Zu Cookie bin ich mir sehr sicher, bei Emmy bin ich mir nicht so sicher. Feuerfeger nehme ich gerne mit. So, hauen das noch auf 36. Und dann fühle ich mich einigermaßen gut für diesen Kampf. Wir können noch gucken, ob wir irgendwelche Attacken von früher beibringen können. Ob da noch was Gescheites bei ist, was wir bräuchten. Lake. Meine Giftspitzen habe ich gefühlt nie ausgeworfen. Der Giftspitzen auch so ein Move, den benutze ich gefühlt nie. Eiszahn noch. Brauchen wir Dampfwalze? Bei Eiszahn wäre nicht schlecht gegen Trompen. Naja, nee, brauchen wir eigentlich erstmal nicht. Würde ich erstmal weglassen. So, dann leveln wir noch Ichich hoch. Und dann können wir ins nächste Match hineingehen.
Ja, also dafür, dass das eigentlich jetzt so ein Part im Game ist, der nicht so lange, also der eigentlich nicht, wo ich erst dachte, okay, jetzt kommen erstmal keine Arena-Leiterkämpfe und so, habe ich doch recht viel Respekt, muss ich sagen. Aber wir haben halt jetzt auch gerade keine Lichtkanone. Das ist auch ein bisschen nervig. Ich überlege gerade, maybe kaufen wir die uns noch. Die hätte ich eigentlich schon ge... Oh! Wir können den Polion für das Matchup gegen Tentoxa können wir vielleicht sogar mit Schaufler arbeiten. Verhöhner brauche ich auch nicht unbedingt. Das heißt, dem hier würde ich auch Schaufler beibringen. Falls wir aus irgendwelchen Gründen irgendwie den killen müssen. Und dann schauen wir nochmal wegen der Lichtkanone. Hat der zufällig Donnerschlag? Flammenblitz hätten wir hier noch. Aber nee, da sehe ich mich nicht. Hat Empoleon noch irgendwas? Schwertanz? Aber nee, brauchen wir auch alles nicht. Leuchti, hast du noch irgendwas Wildes, was wir brauchen? Eine Donnerwelle, maybe. Donnerwelle finde ich gar nicht so schlecht. Bei Donnerwelle haben wir als TM, da brauche ich keine Herzschuppe für verschwenden. Wir müssen ja geldeffizient sein, Freunde. Geld regiert die Welt. Wo ist meine Donnerwelle? Und dann sollten wir eigentlich recht gut aufgestellt sein für diesen Kampf. Wie gesagt, die Lichtkanone will ich mir jetzt noch einmal schnell holen. Weil da habe ich zu viel Angst, dass die doch irgendwie relevant wird. Ich glaube es zwar eigentlich eher nicht. Ah, stopp. Da, nee. Da muss ich hin. So. Und dann tüten wir die noch ein. Ich hoffe, ich habe das Geld dafür. Ich habe nicht das Geld dafür. Zumindest noch nicht. Wir haben ja ein bisschen was noch, was wir verkaufen können. Zack. 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 Und damit sollten wir jetzt easy das Geld haben. Wunderbar. Lichtkanone her damit. Kann ich das noch in Polion beibringen? Wollt ihr eine Wette für diesen Doppelkampf haben? Wenn ja, dann könnt ihr gerne eine einstellen. Wenn nein, dann, ja, dann lassen wir es, ne? Dann ist das auch okay für mich. So wie ihr möchtet. Da richte ich mich ganz nach euch, weil ich es euch so lieb hab. Deshalb richte ich mich doch gerne nach euch, meine lieben Freunde der Sonne. Der kann schon nervig sein. Ich glaube, actually, der war... Also, bis ich glaube, der war im Dingsversuch, also als wir noch nicht diesen Race-Mode gespielt haben. Da war der sogar gefühlt... Ja, wobei, ich habe den bisher nur einmal gemacht. Ich soll die Klappe nicht aufmachen. Hallo, Hybrid. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Hello. Also wenn ihr eine Wette machen wollt, dann müsst ihr jetzt euch dran setzen. Dann müsst ihr euch aber jetzt auch dran setzen, weil Ewigkeiten warte ich jetzt hier nicht. Jerry macht perfekto. Welche Wette willst haben, entscheidet ihr. Das dürft ihr mal entscheiden. Mir ist das recht egal. Oh, nur eine Spezies leer. Es sind die deprimierenden Momente im Leben, wenn die Spezi leer. Wenn du nach der Spezi greifst und dir denkst, yes. Jetzt noch einen nicen Schluck Spezi trinken. Und dann ist sie einfach leer. Dann ist sie einfach leer. Speed? Was soll ich denn speeden? Hä? Das ist ein wichtiger Kampf. Da muss ich mich jetzt einmal konzentrieren. Oder meinst du eine Speed-Wette? Weil ihr müsst ja wieder Punkte sammeln, ne? Im Sommer gibt es wieder eine Twitch-Log. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo. Um ehrlich zu sein. Da bin ich mir noch immer sehr unsicher. Der Ton ist schlimm. Okay, dann machen wir nochmal runter. Pokémon Blau Twitch-Log. Nee. Also, wo hatten wir eigentlich noch keine Twitch-Log drin? Gen 4? Also... Platin in die Richtung müsste man machen. Könnte man gucken, wenn es Pokémon Lumin... Also, was natürlich geil wäre, wenn Pokémon Luminescent, wenn man das randomisen könnte. Warum hörst du Störgeräusche bei mir? Was für Störgeräusche hörst du? Ich habe nur 73.000 Punkte. Regnet es bei dir? Nein. Ich glaube, das ist...
Jerry, willst du mich verarschen? Das ist der Wasserfall. Das ist der Wasserfall im Hintergrund. Hey, Donny, hast du Störgeräusche? Ach, du Heilige. Ich dachte mir schon gerade, ich wüsste auch ehrlich gesagt, ich dachte mir so, okay, der PC ist, gibt ein ganz leichtes Summen von sich. Aber das kann man niemals hier hören. Ich dachte mir schon, wo kommt denn jetzt ein Störgeräusch her? Ach, Jerry. Ach, Jerry. Das gute alte Störgeräusch, Freunde, ne? Wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? So, dann doppelhieben wir mal so, der Cheetah Eisheap kommt. Okay, der gibt nicht mal auf Regentanz, das wundert mich. Und Strauchler. Ja, ich sehe schon, Garados wird erstmal tot gefokust, ist aber nett von euch. Okay, das macht aber sehr schön Damage, der gefällt mir sehr, sehr gut. Lanzardbeere, was hat das jetzt gemacht? Ich glaube, es hat die Crit-Wahrscheinlichkeit irgendwann. Kill mal so der Cheetah, ja wunderbar. Ja, Traum finde ich sehr gut. Wenn mal ausnahmsweise der Chat und nicht der Streamer geklippt wird, aber wie du. So. Da kommt jetzt die Kloakensoße-Kacke. Da jetzt die Frage, ob wir direkt in Tentoxa gehen. Mein Sneebel hat nur Verfolgung drauf, also von der Seite sollte das nicht so schlimm sein. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, ob Evoli irgendwas hat, um den gut zu touchen. Ja, genau, das dachte ich mir. Ich merke auch gerade, ich glaube, wir hätten auch einfach in Panferno gehen können. Ich glaube, das wäre sogar das Schlauste gewesen. Ja, aber jetzt kriegt der eine Dunkelklaue ab. Ja, nee, das war auch dumm. Wir hätten einfach... Ich kann jetzt... Ja, ich denke, wir gehen mal in Panferno. Es ist halt nur die Frage, ob jetzt der Regen von Sneebel kommt. Das wäre jetzt sehr nervig. Dann waren das jetzt zwei... Oh mein Gott, warum haben wir alle Spielzüge falsch gemacht, ne? Legit jeder Spielzug eine Fehlentscheidung an der Stelle. Warum? Warum auf Sneebel? Nein! Greif doch das Tromburg an! Du dummer Dumpertz! Mein Gott, der muss weg! Das Sneebel ist doch scheißegal, der ist auf minus 1, der macht gar keinen Damage mehr. Oh, Mann. Danke. Bitte lass es killen. Wunderbar. Es ist doch nicht so schwierig. Es ist doch auch einfach nicht so schwierig, muss man sagen. Dass das nicht funktioniert. So, dann schallern wir Magnaien aus dem Leben. Donnerzahn. Ja, der soll Pelipper besiegen. Das ist okay. Pelipper hätte sich wahrscheinlich eh selber geboxt. Nee, das Tentoxa von Cordula ist nicht wirklich gefährlich. Ja, tschüss Magnaien. Also, ist gefährlicher geworden, aber habe jetzt trotzdem keine Angst vor, bin ich ehrlich, weil ich bin jetzt im 2 vs 1. Ich bin jetzt quasi durch. Mehr oder weniger. Sneebel können wir jetzt einmal schnell mit Tempo Heap umschallern. Ja, der kann gerne die Antikampfbeere haben, aber aus der Range lebt er es trotzdem nicht. Und ja. Guck mal, wir kriegen noch ein bisschen Support von dem Reflektor. Slimeob kommt. Also bevor der jetzt mich irgendwie ganz weird dumm crittet, wechseln wir mal lieber raus. Der wird halt jetzt Steinhagel klicken. Weil der wahrscheinlich da den Damage auf dem Bullen... Ja gut, Slimeock wird ja auch nichts machen, was ein Opfer. Das ist übrigens gerade eine vierfache Schwäche auf dem Vulnona gewesen. Maike, muss man sagen, performt an der Stelle. Macht einen guten Job, gefällt mir. Ja, wir gehen einfach auf die Lichtkanone. Sogar ein Eisstrahl noch hinterher, hallo? Was wird denn das jetzt? Mitten im Crit. Boah, ich glaube, dann wäre sogar... Nee, Schaufler ist schon egal. Nee, war schon alles richtig. Ja, das Ding sollte gegessen sein. Das Ding sollte gegessen sein. Maike hat eine gute Entwicklung, ne? Man merkt die Lernkurve. Niederwasser kommt. Obwohl Nona lebt auch noch. Geil, jetzt werden erstmal wird der Giftschleim negiert. Wunderbar. Empoleon haut mal ab. Tschüssikowski, bis später. Habe die Ehre. Ja, Maike hat einfach immer noch ein Pokémon hier nach, ne? Haltet euch fest, aber Maike hat noch einen Mon.
Ja, ich sag doch, man kann schon mal Auge, man darf ja auch mal Auge machen. Ja, wundervoller Damage. Ja, passt auf, wie das Evoli jetzt geburnt wird und jetzt mit Fassade den Kill holt. Seht zu. Da ist der kleine Racker wieder. Jetzt können wir auch auf Lichtkanone wechseln. Ja, oder... Ja, dann halt so. So sieht's aus, ich. So sieht's aus. Oh, ich bin schneller als Evoli. Das habe ich nicht erwartet. Komm, Evoli, schnapp dir den Kill. Den hast du dir verdient. Den hat sich Evoli verdient. Ich sage, wie es ist, den hat sich Evoli... Evoli hat in der richtigen Runde das richtige Mon angegriffen. Und das reicht mir schon. Da bin ich schon zufrieden, muss ich sagen. Bin ich einfach schon zufrieden. Auch wenn ich jetzt langsam doch ein bisschen Angst wegen den Leveln bekomme. Aber ich glaube, beim letzten Mal waren wir auch so hoch gelevelt. Ich bin mir sicher, da bin ich auch auf 36 gegangen. Weil da hatte ich auch Empoleon dabei. Und mit Empoleon einfach einen idealen Cloister-Check, ne? Es ist ein Traum. Es ist einfach ein Traum. So einen Cloister-Check zu haben. Muss ich sagen, ist schon sehr, sehr stark. Die Störgeräusche sind wieder weg. Ich frage mich nur, woher diese Störgeräusche gekommen sind, ne? Man weiß es einfach nicht. Es ist auch einfach, manchmal gibt es auch einfach Störgeräusche, ne? Was will man machen? So, jetzt müssen wir zum Schlottberg hoch. Ich weiß gar nicht mehr, was der erste Trainer so hatte. Aber da möchte ich bitte auch für jeden Kampf... Ey, ich sage euch, wie es ist. Es gibt ja, ich glaube, es gibt so eine Art Bonsai. Also, was heißt Bonsai? Aber es gibt ja auch so ganz kleine Wasserfälle, die du hier hinstellen kannst. Sowas fände ich auch cool, muss ich sagen. Aber andererseits denke ich mir auch, ja, muss auch nicht sein, ne? Muss aber auch nicht sein. Okay, der erste Trainer, Zaplalek, Ariados und Rockheimer. Na gut, das sollte man... Das klingt nach etwas, was machbar ist. Bonsai ist eine Pflanze, ja, aber ich meine jetzt so von der Größe her. Ungefähr von ist es die Höhe von einem Bonsai, darum ging es mir nur. Okay, in Ariados können wir den reinwerfen. Gegen Rockheimen können wir eigentlich auch immer... Rockheimen hat Konter. Das finde ich sogar ein bisschen nervig. Gegen Zaplalek können wir eigentlich immer mit Garados leaden. Der gewinnt eigentlich immer dagegen. Ja, Ariados sollte jetzt auch nicht das Problem sein. Also wenn wir Tentoxa und Empoleon dabei haben, passt es. Rockheimen müssen wir halt irgendwie speziell noch angreifen, im besten Fall. Das heißt, da könnten wir überlegen, Bisaflor einzutüten. Weil der kann halt Dampfwalze als besten Move dagegen, das passt. Panferno könnten wir auch nochmal... Nee, Panferno brauchen wir eigentlich für den Kampf nicht. Da würde ich den jetzt nicht unbedingt noch mitnehmen. Keine Ahnung, nehmen wir noch Swallow mit. So. Aber Items will ich trotzdem ausrüsten. Nicht das, ne? Sie kennen mich. Ich mach trotzdem irgendein... Ich krieg's wieder nämlich hin, irgendeinen Bullshit zu verzapfen. Ich weiß, dass ich kenne mich. Wo sind denn... Ich wollte gerade sagen, wo sind meine ganzen Muskelbänder hin? Die sollten eigentlich da sein. So, und dann machen wir mal die auf 34 erstmal nur. Ich glaube, es sollte... Ja, oder 35 passt auch. Um nochmal ganz auf Nummer Sichi zu gehen. Und dann gehen wir rüber. Dann haben wir am Schlottberg einen Rüpelkampf. Und... Ich glaube, hier sind wir richtig. Und danach kommt halt Cordula, bei der man ein bisschen vorsichtig sein muss auf jeden Fall. Ich überlege gerade, ob ich den jetzt einfach schnell weghau. Weil in den werde ich so oder so reinrennen. Ich kenne mich. Deshalb haue ich den jetzt, glaube ich, schnell an die Wand. Sollte jetzt nichts Mächtiges haben. Ja, alleine vom Level her sollte das passen. Und dann passt das. Da ist man schon. Steiro, wie hat denn das Essen so gemundet? Ich habe gehört, sie haben selber Butterchicken gemacht. Das ist krass, weil ich muss immer sagen, wenn ich... Ich glaube, wir haben mal versucht... Ich glaube... Irgendwas Indisches haben wir mal versucht nachzukochen und es hat überhaupt nicht funktioniert. War richtig geil. Wobei, wir haben einmal Butterchicken gemacht und da haben wir uns aber die Soße auch quasi gekauft. Und das Chicken halt einfach, das haben wir dann gemacht. Weil solche Soßen kann man sich ja auch kaufen.
Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass du es maybe damit gemacht hast und dann sehe ich das wieder. Ich glaube, dann ist es auch affengeil. Also richtig knackig. Stell ich mir zumindest sehr nice vor. Weil ansonsten, ja, weiß ich nicht. Ob es was Besseres gibt. Kann man selbst gemacht immer geiler. Ja, aber da ist mein Problem. Da habe ich negative Erfahrungen gesammelt. Das war nicht so geil, muss ich gestehen. Das war, als wir das gemacht haben, nicht so. Also, es war jetzt auch nicht schlecht, muss man sagen. Aber es war halt einfach. Also, ne, es geht einfach pauschal besser. So Punkt aus Ende. Das ist halt das Ding. Okay, Elektronetz, aber das ist nicht schlimm. Ah, ich merke gerade, ich hätte sogar Unbeugsamkeit triggern lassen können. Das wäre auch strong gewesen. So. Dann brauchen wir jetzt nochmal die Cordula. Die müssen wir. Nee, da müssen wir wieder zurück halt. Ja, es ist immer ein bisschen nervig. Ey, könnte man in Oras wirklich die Tragebox einfügen? Das wäre so ein Traum. Das wäre einfach ein Traum. Die hat einen Slimog im Lied, das allerdings Ableitheap kann. Das heißt, mit dem Polion checke ich den leider nicht komplett an die Wand. Wäre natürlich schön. Ein Snibunna und ein Austoss kommen dann noch. Und Tentoxa. Gut, den Snibunna kann ich ja eigentlich immer Milotic reinwerfen. Das ist ja gar kein Stress. Einen Austoss können wir immer in Polion reinwerfen. Dann hat die auch noch einen Tentoxa. Können wir auch in Polion reinwerfen. Und unser eigenes Tentoxa eigentlich auch. Können wir auch genau bei dem Set bleiben. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch ein Lied, was gegen das Slimog. Deshalb ist halt die Frage, ob man einfach bei dem Lied sogar bleibt. Wir könnten noch Sumpex eintüten für Tentoxa, für die Bodenattacke. Weil ich glaube, was Besseres gegen Tentoxa finde ich ansonsten nicht mehr. Und der wäre auch gleichzeitig, der wäre ja eigentlich auch gut gegen das Dings im Lied. Gegen Slimog, also ist der eigentlich auch stark. Ja, damit haben wir den Squad auch wieder. Habt ihr jetzt erst die Wette beendet? Na gut, ihr Schlingel, na gut. So hoppelt der Täschen also hier. Steigerungshieb, brauchen wir das und Ladestrahl eigentlich nicht. Deshalb hatten wir keinen Ladestrahl. Oh mein Gott, wir haben uns die Themen nicht gekauft. Haben wir uns nicht gefragt, wo wir Ladestrahl herbekommen? Nee, ich glaube, ja, weil wir bei dem Magnezone-Ding hatten wir ja keinen Ladestrahl. Nee, ich glaube, Fassade war das, was wir eigentlich gesucht hatten. Wir haben Fassade gesucht. Aber haben wir halt dementsprechend nicht gefunden, ne? Weiß es halt. Ach so, da darf ich aber jetzt rüberfliegen. Hä? Das ergibt ja schon wieder gar keinen Sinn. Wofür habe ich eigentlich das Bisaflor dabei? Fällt mir gerade auf. Leuchtstrahl. Die Attacke basiert auf der Kraft der Natur. Gelegentlich wird es verwirrt. Puh. I guess. Werde ich Heilung drücken? Ich glaube, dann nehmen wir Leuchtstrahl noch drauf. Und so hat es doch mit den vier Trainern geknüpft. Bitte was? Ich will nur nicht, warum Ladestrahl nicht einfach eine spezielle Variante von Power Punch ist. Naja, ich meine, also wenn, dann müsstest du ja andersrum eher fragen, weil Ladestrahl war zuerst da. Danach kam erst Power Punch. Genau, Ladestrahl wollte ich nämlich erst in der Liga selbst haben. Kauf dir nochmal 100 Fähigkeiten-Kapseln. Oh ja, das wär's. Oh, stimmt, das ist. Boah, Sumpex ist ja auch ein Early Protect-Mon. Das ist ja eigentlich auch wild. Dass du erst auf die Routen landen kannst, wenn du vier Trainer geknechtet hast. Ach, stimmt. Hatten wir das nicht auf. Ich dachte, das hätten wir davor auch schon. Wir hatten gerade Überreste. Ah, Empoleon, ne? Ja, dann kriegt Milotic einen Beulenhelm für das Snibunna einfach. Was für ein Item trägt ein Sumpex? Ja, das mit dem nicht missen. Also, warum auch immer Ladestrahl missen kann, das verstehe ich auch nicht ganz, bin ich ehrlich. Also ja, man hätte das abändern können. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Packen wir nämlich noch Pudersand auf dem. Drelf. Genau. Jetzt muss ich halt hier wieder drüber. Ich meine, wir können Bisaflor schon mitnehmen.
Ich glaube, das ist jetzt nicht so. Ja, wobei Bisaflor ist schon echt. Nee, Bisaflor finde ich kacke. Bevor irgendein Bullshit passiert, nehme ich doch lieber Landturm dabei für Tantoxa mit. Und hab da genug Absicherungen. Der ist ja auch nicht verkehrt gegen das Cloyster. Aber warum das nicht so ist, weiß ich nicht. Huhn marinieren, in der Pfanne kurz anbraten. Moment, warte, lass mich noch schnell mein Landhuhn eintüten. Huhn raus, bisse G oder Butter. Was ist G? Ich vermute, das ist irgendwas Dingsmäßiges. Indisches. Wäre jetzt so mein Wild Guess in die Runde. In die übrige Marinade Zwiebel da kurz anbraten. Ingwer, Knoblauch, Salz, Garam, Masala, Koriander. Ja, das musst du aber auch erstmal alles daheim haben wieder, ne? Das da mixen. Dann wieder in die Pfanne nochmal Garam, Masala drauf. Das gehört Naturjoghurt drauf. Huhn rein und dann halt kochen lassen. Würzen, wie man will. Ja, das ist so viel Kram, den du schon wieder brauchst. Das ist so immer meine Problematik. Geh's Butterersatz, okay. Habe ich noch nie gehört, bin ich ganz ehrlich. Ist jetzt das erste Mal, dass ich von G höre. Kannst ja mal bei Just Spices bestellen. Ach, das gibt's alles da? Ja, das finde ich ganz gut. Das finde ich ganz gut. Ja, von Just Spices hätte ich gerne schon wieder... Es gibt so viel von Just Spices, was ich gerne hätte, aber... Ich will eigentlich jetzt nicht nochmal 75 Euro oder so für Gewürze ausgeben. Und wir haben eh so viel da, dass ich keinen Platz habe. Das ist eh gerade das Problem, es ist eh kein Platz wirklich da. Dein lokaler Interspar hat da alles, na dann. Du brauchst, um richtig geil zu kochen, schon mal ziemlich viel Zeug. Das ist leider korrekt, ja. Ja, aber dafür ist unsere Küche halt zu klein auch, muss man leider gestehen. Ich weiß auch gerade nicht, was Pokelink für ein Problem hat, dass er zweimal den Toxa und alles anzeigt. Aber... Ja, also hier habe ich eigentlich... Haben wir gerade 6 Wasser-Pokémon dabei? Wir spielen gerade mit einem Mono-Wasser-Team gegen den. Ich mag's aber, dass wir nur Dual-Typings haben, die unterschiedlich sind. Das habe ich so gar nicht realisiert, bin ich ehrlich. Das hatte ich sogar... Oh Gott, das zieht ja gar nichts ab. Das habe ich auch nicht erwartet. Da war ein guter Crit dabei. Das hat viel Damage gemacht. Dafür, dass der auf minus 1 schon wieder war. Das hat mir aber gar nicht gefallen, du. Ja, ein Bestelldienst, der sich darauf spezialisiert, das sehe ich, das sehe ich. Okay, dann müssen wir wohl doch Marcello benutzen. Beziehungsweise wir hätten, glaube ich, sogar in Tintoxa gehen können. Das wäre auch fein gewesen. Am Ende des Tages hat der da auch nicht so viel gegen. Actually hätte er ja gar nichts gegen Tintoxa gehabt. Ich habe dem noch keine Dampfwalzig beigebracht. Warum bin ich so kacke? Okay, dann gehen wir jetzt in Tintoxa. Ich habe einfach nur den Ableithieb an der Stelle gebaitet, Freunde. Schade, es kommt Icy. Ich meine, er hatte eh nur Steinhagel. Dann gehen wir jetzt auf Blubstrahl. Und dann können wir ihn wahrscheinlich mit Larkin in der nächsten Runde rausnehmen. Boah, könnte sogar knapp werden. Also Larkin verdoppelt halt gerade seine Base Power. Deshalb glaube ich schon, dass es killt. Aber kann auch sein, dass es nicht so ist. Downy sehe ich eher unter am... Sehe ich eher am Angeln. Ja, sehe ich. Sehe mich auch eher als Angler als Schwimmer. Okay, da kommt Snibunna. Schicken wir Milotic rein. Also vor dem habe ich jetzt gar keine Angst. Da kann man ja wirklich literarisch nichts. Außer natürlich mal wieder zu kritten. Aber dann gehen wir auf Diebeskuss und snacken uns ein paar KP. Und das sollte killen. Und dann haben wir auch wieder gut KP. Weil Diebeskuss ja irgendwie 75% oder so hoch. Ja, guckt euch den KP-Balken an, Freunde. Wie schnell der nach oben gegangen ist, du. Hui, zisch wie eine Rakete. So, dann kommt das Tintoxa. Es wird auf die Giftattacke vermutlich gehen. Gehen wir in unser Impoleon. Kommt die Matschbombe, dann buddeln wir uns ein. Es kommt ein Raindance. Oh, der hat auch Regengenussüberreste. Kommt ein Siedewasser, Schaufler kommt. Okay, das macht leider nicht genug. Ist ein bisschen sad, muss ich gestehen. Jetzt kriege ich langsam doch ein bisschen.
Also das Ausdus hat halt kein Shell Smash, deshalb glaube ich, ist Ausdus jetzt auch ertragbar. Ja, also über die Crits brauchen wir heute auch gar nicht mehr reden, ne? Brauchen wir auch heute einfach gar nicht mehr reden. Weil das ist ja, also an Lächerlichkeit heute nicht mehr zu überbieten, muss ich gestehen. Was heute alles crittet, das ist der Wahnsinn. So, und jetzt würde ich in mein eigenes Tentopsa gehen. Und würde dann mit Larke angreifen, weil ich Empoleon jetzt ungern nochmal... Wobei, ich glaube, es ist sogar okay. Ich glaube, wir können hier drin bleiben. Es sollte eigentlich okay sein. Ja. Wunderbar, auch kein Burn. Er hätte Quirrn bekommen können, das stimmt. Damit ist Tentoxa weg. Wir kriegen ja auch nochmal eine Überreste-Runde unter der Erde. Also ich glaube, optimal haben wir jetzt den Kampf wieder nicht gemacht, aber der sollte damit gegessen sein eigentlich. Und halt noch Reis. Ja klar, also Reis muss ja dazu. Der steht ja out of the question, würde ich mal sagen. Out of the question. So, dann kommt Austos wieder. Genau. Kriegt eine Lichtkanone von mir ab. Ist schneller, aber das ist okay. Weil das zieht halt 5 KP. 6 KP, okay. Ah, mit einem Crit 6 KP. Okay, das heißt, er macht maximal 30 Damage. Das bedeutet, dass jeder seine Moves crittet. Und ich sag mal, also, wenn er jetzt einmal mal 3 Millionen Mal das eingesetzt hat und dann noch konstant durchcrittet, dann hat er sich auch nicht anders verdient. Dann können wir jetzt auch den Eisstrahl mal auf dem Podium packen. Dann fühlen wir uns da auch alle ein bisschen besser. So. Und jetzt müssen wir uns halt wieder auf Adrian preppen, ne? Da müssen wir wieder gucken, wie wir um Frostedie herumtanzen. Da dürfen wir jetzt wieder das Tanzen lernen. Wie haben wir beim letzten Mal Frostedie besiegt? Ich weiß es gar nicht mehr. Bin ich ganz ehrlich. So, erst einmal Hintergrundmucke wieder an. Das weg. Und den Speed an. Mit Angreifen. Das haben wir sehr wahrscheinlich bei allen Kämpfen gemacht, ja. So. Also wir haben ja das Draschel als Gegner im Lied, ne? Das ist schon mal Mon Numero Uno, was wir wegkriegen müssen. Da können wir aber eigentlich mit Milotic, glaube ich, im Lied ganz gut arbeiten. Der Drachenklaue, Knirscher, Risikotackle. Das sollte in Ordnung sein. So, danach wird Frostedie oder Magnalien kommen. Magnalien mit Donnerzahn, Frostedie mit... ja, keine Ahnung was. Ja, Donnerblitz halt. Könnten wir in Landturm gehen, gehen auf den Slowbolt-Switch. Ich glaube, so haben wir das letzte Mal gemacht. Hallo Sirius, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Hello. Und dann müssen wir mal gucken, weil unser Vermicula könnte actually schneller als Frostless, glaube ich, sein. Weil den kann ich ja easy auf Level 38 hochschallern. Den nehme ich sowieso nicht in die Dings-Arena mit. In die Feuer-Arena. Level 35 ist Frostedie, ne? Genau. Wir haben Durant. Der hat jetzt 83 Speed. Ne, ich glaube, den überholen wir tatsächlich actually nicht. Weil ich glaube, wir haben gefühlt keine Speed-Defaults. Ja, wobei. Okay, wir haben 14 Speed-Defaults. Das heißt, würde ich den auf 38 leveln, würde er um einen Punkt genau das Scheiß-Ding outspeeden. Perfekt. Das wollte ich sehen. Empoleon kann Wasserdüse. Aber dafür muss ich den erstmal auf den Sash bringen. Aber ist ja nicht schlimm. So, unser Plan 1. Milotic besiegt Draschel. Danach kommt Frostedio oder Magnalien rein. Räubert könnte auch kommen, merke ich gerade. Weil der Giftzahn hat. Milotic würde auch Tohaido wegchecken. So, wenn Frostedie kommt, gehen wir in Lantern. Lantern drückt Slow Volt Switch. Danach gehen wir in Durant, den wir auf Level 38 leveln. Der haut Frostedie weg. In Magnalien. Was habe ich denn da sonst immer reingeworfen? Der hat Donnerzahn, Knirscher, Eiszahn, Knuddler. Das ist schon mächtige Coverage. Hallo im Übrigen, Sirius. Ich habe keine Ahnung, ob ich schon Hallo gesagt habe. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Weil der mit Titankiefer, der checkt. Also, der ist schon. Schon wilder, muss ich sagen. Ich weiß halt echt nicht, wen ich in den reinwerfen soll. Wir können halt sowas wie Gigalith maybe haben an der Stelle. Dann hätten wir was physisch halt sau viel aushält.
Den könnten wir auch in Golbat reinwerfen, ne? Können mal kurz gucken. Wie entwickelt sich denn Sedimantur? Beziehungsweise wann? Auf Level 34. Na, guck an. Perfekt. Dann haben wir auch einen Plan für Magnaien. Im Endeffekt haben wir damit auch einen Plan gegen Golbat. Auch wenn wir den auch gegen Golbat benutzen können. Ist auch kein Stress. Eigentlich reichen uns die... Also eigentlich sollten wir mit den vier Mons schon alles reißen können. Ansonsten in Magnaiens Knirscher können wir halt unser eigenes Magnaien reinwerfen. Deshalb würde ich sogar überlegen, den auch mitzunehmen. Und so ein weiteres Bedrohermon ist, denke ich, auch nicht verkehrt. Ja, und eigentlich können wir dann noch Empoleon eintüten. Den können wir auch nochmal gut in Golbat reinwerfen. Das Torhydro hat halt Erdbeben, ne? Das ist halt die Sache. Eigentlich gegen Golbat werde ich, glaube ich, nichts mehr brauchen, oder? Mein Frostedio, wie gesagt, den hier, Volt Switch. Könnten wir auch mit dem da arbeiten. I mean, wir können auch mit Rokara in den Lead. Wir könnten actually mit Rokara in den Lead gehen und Tarnsteine rauswerfen. Aber dann ist das Problem, ich weiß nicht, wie sicher Abgangsbund gedrückt wird. Aber dann hätte alles schon mal Damage. Das wäre eigentlich auch geil. Also wir könnten auch so machen. Und ich merke auch gerade, Rokara checkt ja actually auch Magnaien gut. Checkt eigentlich auch Golbat gut. Ja. Ja, doch. Also ich guck mal, ob Rokara jetzt noch Mundgeweiht lernt, wenn ich den hochlevel. Aber ansonsten will ich den tatsächlich considern mitzunehmen. Dann legen wir Rocks raus. Na, hallo Togekaiser, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Hello. Ich meine, den können wir auch einfach auf 38 leveln. Ich sehe jetzt nicht, dass wir den irgendwie groß noch anderweitig mitnehmen. Bitte lern mal noch eine Feenattacke. Das ist keine... Lernt der auf 38 noch was? Ich bin mir halt unsicher. Also ohne Feenattacke finde ich es nicht so geil, dass Drasche sich die ganze Zeit das Setup. Da kann ich dann Milotic auch danach nicht wirklich reinwerfen. Ach Gott, der lernt Mundgeweiht auf 50 erst. Ach du Scheiße. Ist ja die Frage, wie viel Antikraft so macht, ne? Nee, da gehe ich lieber mit meiner Volt Switch Strat, muss ich sagen. Mit der mache ich das genauso sicher. Und dann nehme ich noch einen Polion mit. Der checkt mir da auch die Mons gut genug. Habe ich ja eh schon. Ja, aber ich glaube, ich nehme trotzdem den mit. Weil ich den halt einfach gut in Magnaien reinwerfen kann. Vor allem mit Stab Titankiefer. Ist das somit das Beste, was ich da, glaube ich, reinwerfen kann auch. So klar, wir könnten uns auch Hypoterus machen. Beziehungsweise eigentlich würde... Aber der hat eine Rospelbeere. Sonst hätte ich gesagt, Panferno ist noch so ein Ding. Ich denke, wir nehmen trotzdem Rokara mit. Wir können mal gucken, ob Rokara noch irgendwen... Ich bin gleich nach Laubwechselfeld geflogen, ich Dödel. Ob Rokara noch irgendeinen wilden Level 1 Move hat, der mir was bringt. Aber dann können wir Rokara auch auf 38 bringen. Ich weiß übrigens nicht, was gerade... Also hier in meinem Pokelink wird eigentlich alles richtig angezeigt, nur in eurer Übertragung wird irgendwie nicht das Richtige angezeigt. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht genau warum. Tackle, Steinwurf, ja, nee. Nee, da ist nichts dabei. Brauchen wir sonst irgendwen kontrollieren? Nö. Dann kommst du mal noch auf 38. Eisenschädel kriegen wir sogar auch noch mal, ja. Uiuiuiui. Ja, damit sollten wir es. Wieso kommt... Oh, ja, doch nicht... Oh, der Plan funktioniert doch nicht. Wir sind jetzt in einem Speedtime mit freaking Frostless. Okay, dann müssen wir, glaube ich, Swallow mitnehmen. Ich meine, Swallow sollte demnach einen Volt Switch auch mit Brave Bird immer killen. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber Duran wäre halt overall noch das bessere Mon einfach gewesen. Schauen wir mal. Ja, jetzt sind wir schon auf 104. So. Ich mach mal alles auf 37. Das ist mir so eine sichere Schiene, die mir gefällt. Gott auf 38. Den auf 37. Ladungsstoß.
Ja, warum nicht? Und dann müssen wir den hier noch hochleveln und dann sind wir bereit und können rein in die Masse gehen. Katapult. Ja, können wir auch mitnehmen. Ich glaube, der lernt eh noch Steinhagel bis dahin. Und dann passt das. Dann hätten wir nämlich wieder einen wichtigen Kampf geschafft. Das wäre, würde ich durchaus gerne sehen. Sehe ich durchaus gerne.